Langsam, langsam. Hallo, willkommen bei Behindert Barrierefrei. Hallo, Udo, sag mal, bist du's? Ja. Der Udo, was hast denn du heute Geiles dabei hier, ja? Also ich meine nicht die hübsche Frau dahinter drauf, sondern was hast denn du heute für ein Bike drauf? Ist das Elektrobike? Das ist ein Elektroscooter. Okay. Aber ich muss unbedingt vorstellen, dein geiles Dreieck. Es war faszinierend. Jeden hast du hier mitgenommen, heimgefahren. Jeder wollte mit dir mitfahren. Der Hund sitzt auch noch drauf. Erzähl mal. Und zwar der Roller, den kann man zwar kaufen, aber der Umbau, der sitzt, den machst ja du. Das ist richtig. Also ich habe mir dieses Gerät vor einem halben Jahr bestellt. Und der ganze Umbau hat ungefähr 3 Monate gedauert, halt in Kleinstarbeit, weil die Leute gar nicht die Zeit dafür hatten. Aber letztendlich hat das dann so funktioniert. Und das ist dann das Endprodukt, was dabei rauskam. Also hier geht es also um einen Elektroscooter. Der hat 60 Volt mit 20 Ampere. Hat ein paar Highlights hier in diesem Gerät eingebaut, wie Wegfahrsperre, Alarmanlage, Schrittgeschwindigkeit, Laufgeschwindigkeit, Speedgang. Ein Zweisitzer, bis zu 260 Kilo belastbar. Man kann damit einkaufen, letztendlich viel draufpacken. Selbst ein Hund geht es auch noch. Machen super viel Spaß. Deswegen war es mir auch so viel wert, dass ich hier hinkomme, direkt nach Kitzbühel, um dieses Gerät den Leuten einmal zu präsentieren, ob man da vielleicht mit weitermachen kann. Absolut, du hast gesehen, jeder hat gesagt, Hammer. Das war das Show-Objekt schlechthin, hat mich heimgebracht, selbst betrunken, ja, wollen wir lieber nicht drauf eingehen. Aber jetzt einfach so Reichweite, wie weit kommst du damit ungefähr von bis? Also das ist hier auch keine Bleisäurebatterie, sondern Lithium-Ionen-Batterien. Die haben eine Reichweite von 40 bis 45 Kilometer, das ist wirklich so. Es sei denn, man fährt eine Steigerung, dann hat man natürlich einen großen Verlust dabei. Aber auf normaler Ebene Reichweite 40, 45 Kilometer locker. Man kann diesen Koffer hier rausziehen. Und dann hat man schon die Batterie. Super. Okay. Kannst du die auch im Haus laden? Also überall. Mit dem Gerät, ne? Die kann man dann also mitnehmen. Okay. Oder falls man eine zweite dabei hat, dann hier hinten rein. Passt super. Okay. Und dann hat man eine Reichweite von 80 Kilometern. Wie heißt denn deine Firma? Meine Firma heißt Tobi Scooter, Elektroscooter, da steht's. Hier. Okay. Das ist mein Logo. Okay. Könntest du einen Preis sagen, was das jetzt fertig so kosten wird? Und würdest du es uns bauen, wenn das jetzt einer bestellen wollte, könnte man das so fertig schon bei dir bestellen? Oder würdest du es dann umbauen? Ja, also der Preis liegt bei maximal 6.700 Euro. Das ist er auch wert, weil das Material fertig ist. Fahrfertig? Fertig, so wie er hier ist. Zulassung, großes Thema. Zulassung, Anmeldung. Man sieht ja, ich habe ja auch hinten ein kleines Nummernschild drauf. Also Leute, schaut vorbei, sag nochmal deine Webseite, wo finde ich dich? www.tobiscooter.de. Okay, Leute, schaut drauf, was Udo macht. Udo ist ein verrückter Typ. Und ich würde auch sagen, das Geile ist bei dir, man kann einen Sonderbau machen. Also wenn dir irgendwas einfällt, geht mal zum Tobias hier, zum Udo und der macht euch wirklich auch mal, der nimmt euch ernst, der probiert mit euch was umzusetzen. Udo, stimmt das? Machst du ja. Das? Okay. Ja. Und ich würde sagen, in Zukunft, glaube ich, sehen wir noch viel von dir. Ja? Das war mal einfach ein kleiner Einstiegsfilm hier. Hau die Batterie rein und dann hauen wir noch mal hier ein bisschen rein. Wir holen ein paar Mädchen hier aus dem Dorf noch ab. Ja, weil die warten alle, Udo, letzte Nacht, die haben wir alle heiß gemacht. Mein Gott, er hat eine Alarmanlage, ja. Ist der Wahnsinn. Bis bald, euer Olli und Willi und Udo. Udo, zieh deinen Helm auf. Bis bald, euer Tobi Scooter aus Darmstadt. So, Rückwärtsgang hast du auch, gell? Hab ich auch gesagt. Und wir können los. Und jetzt fahren wir hier bei mir vorbei, nicht wegfahren groß, sondern hier bleiben, ja.